Zu Essenz. Unsere Essenz leben. Hä? Was ist das? Was ist essentiell? Wie kommen wir in die Essenz? Woran erkennen wir sie? Was ist das in uns, unser Kern? Was ist das, für was wir gekommen sind? Wer sind wir wirklich? Was ist wesentlich? Was ist wirklich wahrer Wert? Und da stehen wir nun, ne? Vieles, was bisher so wertvoll war in unserem Leben, scheint es nicht mehr zu sein. Wir scheinen diesen Schein nicht mehr als wertvoll zu erachten, den wir bisher aufrechterhalten haben. Wir wollen jetzt wirklich etwas Echtes, eine echte Perle, etwas, das wirklich leuchtet. Sitzt mal auf meinen Rücken, naja. Meine Katze ist blind geworden. Für sie ist gerade Körperkontakt essentiell, wichtig, weil das gibt ihr Sicherheit. Wie kommen wir wieder zu einer Sicherheit in uns? Das sind unsere Wurzeln. Essentiell ist Ahnenarbeit im Moment. Welche alten Prägungen hauen dich immer wieder raus, dass du nicht das Schöne, das Große, das Erhabene in dir leben kannst, dass du dich noch klein fühlst oder klein machen lässt, dass du dich nicht traust, ne? Das sind alles ganz alte Prägungen, die jetzt aufgelöst werden wollen. Das heißt, wir können jetzt diese alten Glaubensmuster lösen. Diese alten, ja, ob wir es Flüche, Schwüre, was auch immer. Vieles geschehen in der Reihe vor dir, ne? Und das hat sich immer übertragen. Das sitzt in der DNA und das dürfen wir jetzt auflösen. Du dich mal hinlegen, ha? Es gibt dann keine Konkurrenz. Du musst dich auch nicht vergleichen. Das ist alles diese Fehlkonditionierung, die wir erlitten haben im Bildungssystem der Erziehung. Und immer höher und weiter und nicht gut genug zu sein, wie wir wirklich sind. Und deshalb dürfen wir uns davon wieder befreien. Oh, jetzt weiß er auch nicht. Sie spürt jetzt das Handy, obwohl sie nichts mehr sieht, dass ich mich da ausrichte energetisch. Und in Energien zu fühlen, zu denken, das wird jetzt essentiell wichtig, ne? Aber wenn ihr noch nicht angeschaut habt, den Film Prophezeiung von Celestine, das verdeutlicht das ganz gut, auch wenn der schon alt ist. Wo verliere ich Energie? Das ist die Energiekrise. Versteht ihr? Alles, was im Außen passiert, soll uns darauf hinweisen, was wir jetzt bewältigen dürfen in uns. Ja? Was dürfen wir jetzt in uns bewältigen? Unsere wahre Energie, die Energiesignatur, die in uns ist, die soll ins Leben. Denn die wird diese Welt zu einem wunderschönen Ort machen und auch dein Leben. Und das braucht jetzt aber Mut. Es braucht Klarheit. Und was ist natürlich im Außen, in der Dualität? Das Gegenteil. Alles, was dich davon ablenkt, wird stark. Die Not, der Mangel, na, soll dich davon abhalten? Ja, also jetzt kann ich mich ja gar nicht um mich kümmern. Ich muss ja jetzt irgendwie schauen, dass ich Öl habe, dass ich warm habe, dass ich zu essen habe, dass irgendwer meine Angebote annehmen will. Na? Und jetzt kann ich ja nicht aus meinem sicheren Job raus, weil das ist ja lebensnotwendig. Ja, aber ist das wirklich deine Essenz?
Kannst du dadurch das leben, für was du gekommen bist? Das, was dich ausmacht? Und Energie ist natürlich auch durch Fühlen und Denken zu regenerieren und die Quelle in dir. Die Quelle in dir. Diese Verbindung, die wird jetzt wichtig. Die ist wesentlich. Dass du in dir diese Kraft spürst und nicht mehr abhängig bist von irgendwem oder irgendetwas. Emotional. Wie auch immer. Und das dürfen wir erstmal in unseren Gedanken und in unserem Gefühlswelt vollbringen und diese alten Muster auflösen. Es geht andersrum nicht. Es geht von innen nach außen. Das ist auch essentiell. Die Essenz ist in dir, dein Kern. Und das ist von innen nach außen. Und gleichzeitig darfst du natürlich diese fremden Dinge, die du nicht bist, wie diese Schale von der Nuss knacken. Also ich glaube, gerade ist Knacken fast auch möglich. Man kann eine Schicht nach der anderen wie bei der Zwiebel abtragen, aber bei vielen geht es gerade um Knacken. Und was passiert, wenn man so eine Nuss knackt? Dann ist der Kern schutzlos. Dann ist er verletzlich. Und davor haben wir am meisten Angst, verletzlich zu sein. Und daher flüchten wir in Verstand und sonst wohin, berauschen uns oder betäuben uns, legen uns lahm, sabotieren uns, weil diese Angst groß ist. Und gleichzeitig ist der Weg durch diese Verletzlichkeit, durch diese angebliche Schwäche, die im Gefühlsleben ist und eben nicht im Verstand. Der suggeriert ja ständig, wenn man wiederholt, was man bisher kennt, dann ist man sicher. Ja Leute, dann wird nie was anders. Unseren Geist zu leeren von all diesem Mist, was angeblich wertvoll und wichtig ist, das ist es dran. Das ist doch ein totales Wertechaos. Man fühlt genau, halt Moment, was ist denn wirklich wichtig und wertvoll und wesentlich? Ey, zwischenmenschlich. Warum kann ich keine echte Nähe leben und zulassen? Warum geht es noch nicht? Was ist da alles noch im Weg? Auch wieder Ahnenthemen. Auch das, was ich an Verletzung erlebt habe, wenn ich mich öffne, dann werde ich zurückgewiesen, dann werde ich abgelehnt. Ja, aber Ablehnung, Zurückweisung, es ist doch alles natürlich. Wir leben doch mit der Natur halt nicht mehr in Einklang. Weißt du, wenn wir das tun würden, wäre das normal. Die Dinge ändern sich. Ich kann doch keinen Menschen besitzen oder zwingen, bei mir zu bleiben. Er verändert sich, ich verändere mich und die Wege können sich trennen und die Wege können eine Zeit lang zusammengehen. Aber diese alten Konstrukte machen total viel Stress, ne? Und das Neue wissen wir noch nicht, wie es geht, weil wir noch nicht in uns gesund sind, unsere inneren Kinder noch bedürftig sind. Diese Bedürfnislage der Kindheit, die nicht befriedigt wurde, die dürfen wir selbst befriedigen. Die Angst vor Kritik, vor Vergleich, die dürfen wir in uns heilen. Deine Essenz, deine Einzigartigkeit, die ist es. Nach der sehnst du dich. Du sehnst dich nicht nach anderen. Und wenn du die lebst, dann passiert Synergie automatisch. Dann kommen die Menschen, die das auch tun. Und das ist dann echt, verstehst du? Das ist echt, das ist echte Erfüllung. Du bist von dir erfüllt und dann erfüllt sich auch im Außen alles. Es geht nicht anders. Wenn du suchst und was willst und erwartest, dass andere das für dich erfüllen, das ist es nicht. Aber wenn du dich erfüllst und vertraust und in Liebe bist, dann ziehst du die Menschen an, die wirklich synergetisch super ergänzend sind und ihre Qualitäten gern einbringen, weil du deine Qualitäten auch einbringst und dann wird es für alle mehr. Und in unseren Zellen steckt das alles. In dir steckt alles Wissen. In dir steckt jede Schwingung, die gilt zu erinnern, zu aktivieren. Reine Urschwingungen. Wie war es denn mal, als wir gesund waren? Diese Zeiten sind vielleicht lang her, aber auch diese
Hohepriesterkultur in ihrer Reinform, also wenn Menschen wirklich liebevoll dem Göttlichen dienen, also dem Höchsten, ja, dann missbrauchen sie ja nichts. Und die Macht, also in deiner Essenz zu sein, heißt auch die Macht über dein Leben zu haben und Schöpfer zu sein, weder Opfer noch Täter zu sein, sondern zu erschaffen, dazu zu stehen, was für dich wichtig ist, was du fühlst, auszudrücken, ohne Angst vor Ablehnung. Und der dich ablehnt, nimm das einfach als Orientierung, als Hilfe. Ist doch in Ordnung. Da bist du dann einfach gerade nicht richtig. Wäre ja blöd, da dann rumzustehen und rumzumachen und irgendwie anerkannt werden zu wollen. Nee, anerkenne dich für das, was du wirklich bist und folge dem Inneren. Und das ist eben mehr die Liebe und das Herz, die dir den Weg zeigt. Der Verstand der kann das einfach nicht, weißt du? Der ist ein gutes Werkzeug. Die Verbindung zu deinem Höheren, zu deinem Seelischen, das erfüllt dich. Und du weißt das auch. Und verzweifle jetzt nicht, weil dein Verstand dir da und sagt, ja, aber wenn das jetzt so stimmt, dann was soll ich denn machen, wie soll ich das machen? Wenn du die Entscheidung triffst und das willst, dann wird sich das zeigen, was das Stimmige für dich ist und wo du wirklich jetzt investieren darfst, damit es für dich gut ist. Nicht aus Not heraus, sondern aus dem Gefühl, dass das stimmig ist. Wenn wir in unserer Essenz und einzigartig angekommen sind, in dem, was wir sind, gibt es keine Konkurrenz. Das ist doch völliger Quatsch. So wie ich jetzt arbeite und wirke, macht es kein anderer und das ist doch wunderbar. Wir brauchen kein Alleinstellungsmerkmal, weil wir sind ja alle einzigartig. Diese Gleichmacherei und Normierung, die hat uns Stress gemacht. Sind wir von uns weggegangen, haben uns verbogen und verändert. Für andere, um Erwartungen zu entsprechen. Und diese Wut, die hochkommt, diese Verzweiflung, all diese Gefühle dürfen hochkommen, gefühlt werden. Und manchmal explodiert man gerade fast. Das ist die Nuss, die dann geknackt wird vielleicht. Und dann fühlt man sich schwach und verletzlich. Und auch das gehört dazu. Ja, in diesem Sinne könnten jetzt Menschen in dein Leben kommen, wo es einfach noch karmisch was aufzulösen gibt. Ne? Seelenverbindungen, Seelengefährten. Und das ist auch wesentlich, gerade diese Themen aufzulösen. Ahnenreihe, karmisches und dich nicht so sehr ablenken zu lassen vom Außen. In diesem Sinne wünsche ich dir dafür viel Kraft und viel Vertrauen, vor allem Vertrauen in dein Inneres und dein Höheres und den Kontakt herzustellen. Zu deinen Spirits, zu den Kräften, den geistigen Kräften, zu dem, was dich führt außerhalb dieser 3D-materiellen Welt. Da gibt es so viel. Der Kontakt ist wichtig. Dann fühlst du dich getragen und beflügelt und kannst deinen Weg gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir dabei viel Erfolg.